Hey Chaoten! Ich möchte euch heute 5 Methoden vorstellen, wie ihr euren Hund gegen Zecken schützen könnt. Und das ganz ohne Chemie. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, die Zeckenzeit hat ja nun leider begonnen wieder und die Krabbeltierchen sind überall. Einige meiner Freunde hatten schon, also nicht sie selbst, sondern deren Hunde hatten schon Zecken. Und darum möchte ich euch einfach jetzt hier mal so ein Video reinschieben zum Thema, wie kann ich meinen Hund gegen Zecken schützen, ganz ohne Chemikalien. Ich fange da gleich mal mit dem ersten an. Das habe ich sehr viel benutzt und ja, ich war eigentlich immer zufrieden damit. Und zwar die Bernsteinkette. Die Bernsteinkette ist ja also aus Bernstein, Bernsteine hier. Allerdings sind das eigentlich gar keine Steine, das sind Mineralien. Das ist ein fossiler Harz, der enthält natürliche ätherische Öle. Man macht eben also diese Kette dem Hund an den Hals und diese ätherischen Öle reiben dann an dem Fell und der Hund nimmt den Geruch damit an und ist vor Zecken geschützt. Viele sagen, jo, das klappt, aber genauso viele sagen auch nie, voll von Arsch. Das ist halt so, der Hund muss das dauerhaft tragen, dieses Halsband, sonst wirkt es nicht. Man muss darauf achten, dass die Bernsteine unbehandelt sind. Außerdem sollen die auch statisch das Fell aufladen und der Floh sozusagen, wenn der oder der Zecke, wenn er drauf hupft, einen kleinen Stromschlag kriegen. Ich weiß nicht, also wenn ich Alfie anfasse, kriege ich keinen Stromschlag. Ich bin aber auch kein Floh und keine Zecke. Aber das ist auf alle Fälle eine Alternative zu den sonst handelsüblichen Chemiekeulen. Sowas könnt ihr also gern mal ausprobieren. Ja, man merkt ja eigentlich relativ schnell, ob der Hund genauso viele Zecken hat wie sonst auch immer oder ob es besser ist. Es dauert allerdings eine Weile, bis das wirkt. Also ihr macht das nicht ran und es wirkt, sondern man muss da schon ein paar Tage, vielleicht eine Woche warten, bis das wirkt. Also am besten jetzt schon damit anfangen, auch wenn euer Hund noch keine Zecke hatte. Nummer 2, was ich euch vorstellen will, ist der Knoblauch. Hat ja jeder daheim. Müssen wir mal riechen? Ging. Und das genauso wie mit allen anderen Mitteln, die ich euch heute vorstelle, gespaltene Meinung. Einige sagen, Knoblauch ist super, gesund für den Hund. Andere sagen, mit Knoblauch vergiftet ihr den. Die sagen, Knoblauch ist gesund für den Hund, die sagen auch, die Menge macht's. Ich persönlich würde Alfie niemals Knoblauch geben, weil ich eher von der Fraktion bin, ich habe Angst, dass ich meinen Hund vergifte. Der Knoblauch soll wirken auch mit Geruch, also der Hund frisst das und der nimmt dann mit der Zeit einen Geruch an. Ich meine, man selbst merkt das ja auch, wenn man Knoblauch isst. Und die Zecken sollen das nicht mögen. Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einer von euch macht. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, was auch eine Möglichkeit ist, den Hund mit dem Knoblauchzeug einreiben, aber ich muss sagen, mein Hund soll jetzt nicht nach Knoblauch stinken. Tipp Nummer 3 ist das Kokosöl. Kokosöl nativ gibt es überall, kann man alles Mögliche nehmen, das zum Kochen, das zum Backen. Genau, einfach Kokos, meins ist jetzt hier gerade flüssig drin, weil es im Bad stand und da ist immer ziemlich warm. Wenn es kalt wird, wird es fest, da kann man das dann auch gut portionieren, finde ich. Also das ist hier unten teilweise noch fest. Ja, da nehmt ihr einfach eine ganz kleine Menge und schmiert das eurem Hund ins Fell. Wenn euer Hund fettig danach aussieht, dann war es zu viel Öl. Also ihr braucht da wirklich nur ganz kleine Mengen. Das schmiert ihr am besten in die Beine, in den Nacken, am Bauch, am Hals. Also da, wo euer Hund halt viel Zecken hat, vielleicht auch in die Ohren. In Kokosnuss ist ganz viel Laurinsäure enthalten und diese Fettsäure ist für Zecken und Insekten abstoßend. Also ich muss sagen, ich hatte das ein Jahr lang drin und Alf hatte derzeit keine Zecke gehabt. Allerdings sah er immer ein bisschen fettig aus, weil ich es wahrscheinlich immer ein bisschen übertrieben habe. Aber das ist echt eine gute Alternative zu allen möglichen anderen Kram. Das muss man auch täglich erst reinmachen, also bei jedem Gassigang. Und nach einer Weile soll das dann auch einmal die Woche reichen oder so. Also man kann das dann immer weniger reinmachen. Aber am Anfang braucht man halt bei jedem Gassigang frisches Antizeckenmittel. Man kann auch das Ganze mit ins Futter mischen. Das ist pro 10 Kilo ein Teelöffel. Ungefähr so von der Menge.
und das ist dann gut gegen Würmer, auch wegen der Laurinsäure, und es ist gesund für den Hund. Was will man mehr? Also ich habe das Alfie auch eine Zeit lang immer mit ins Futter gemacht und es ist nicht schädlich. Ja. Tipp Nummer 4 von mir sind ätherische Öle. Dazu, also ich habe hier Zitrone und Eukalyptusöl. Wenn man das mischt in einer bestimmten Menge, und zwar ein Teil Zitrone, drei Teile Eukalyptus und das dann an Schwanzansatz und Po, und Nackenansatz träufelt oder reibt, soll das auch mit dem Geruch die Zecken fernhalten. Ich habe es einmal ausprobiert und dann nie wieder, einfach weil ich den Geruch nicht ertragen habe. Es war einfach zu viel und ich habe wirklich nur einen Tropfen, drei Tropfen. Also das war wirklich andersrum. Einen Tropfen, drei Tropfen. Das war wirklich der Hammer. Die fand das dann auch nicht mehr so cool und das war, also mir war es zu viel. Ihr dürft das auf keinen Fall euren Katzen ins Fell machen. Katzen, für Katzen ist das tödlich oder giftig. Ich kann euch nicht sagen, warum das für Katzen jetzt giftig ist, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass man das denen nicht drauf machen sollte. Also wirklich nur für den Hund verwenden. Und Nummer 5 sind die EM-Keramiken. Ich habe das jetzt noch nicht probiert, das sind diese kleinen Teile hier drin. Ich habe das jetzt erst gemacht gehabt, das kann man dem Hund um den Hals machen. Wirken ähnlich wie Bernsteinketten, also der Hund muss es immer dran haben. Man muss das vorher in der Sonne aufladen, diese Keramiken, nass machen und dann aufladen. EM bedeutet effektive Mikroorganismen. Das sind Milchsäure, Hefe und Photosynthesebakterien. Diese produzieren dann am Hund auch einen gewissen Geruch, der die Zecken und Flöhe abstoßen soll. Es gibt wie bei allen anderen Dingen Befürworter und Gegner und man muss es wohl selbst ausprobieren. Wir probieren das einfach dieses Jahr mal. Alfie hatte letztes Jahr nicht so viele Zecken, da habe ich ehrlich gesagt gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich immer Kokosöl drauf machen letztes Jahr. Habe das aber nur eine Zeit lang gemacht und dann irgendwie vergessen und er hatte, ich glaube, letztes Jahr 3 Zecken gehabt. Vielleicht riecht er auch einfach nicht so gut. Wer weiß. Das sind meine fünf Tipps für euch gegen Zecken. Es gibt sicherlich noch viele mehr. Ich habe von Steinen in Trinkwasser gehört, die man irgendwie auflädt. Also das ist alles so, man muss dran glauben. Aber das habe ich auch gehört, das soll helfen. Und da gibt es sicherlich noch viel mehr. Man muss nicht immer gleich die Chemiekeule probieren. Wenn es natürlich gar nicht geht, dann geht es nicht. Ich mache das bei Alf auch, wenn er Flöhe hat. Also wenn er wirklich einen Flohbefall hat, dann nehme ich lieber, muss ich gestehen, eine Chemiekeule mal, als dann irgendwie einen Flohzirkus daheim aufzumachen. Also da muss man dann abwägen. Aber solange es nur Zecken sind, denke ich mir, versuche ich es ohne Chemiekeule. Was auch noch, was mir gerade noch einfällt, außer dieses Trinkwasser-Ding mit diesen Steinen, gibt es ja auch noch Schwarzkümmelöl. Habe ich auch schon probiert, ich habe bloß gar nichts mehr zu zeigen, deswegen habe ich das jetzt nicht in meine 5 Tipps genommen. Das war auch ganz gut. Das ging ja auch mal eine Zeit lang rum in den Social Medien, dass das helfen soll. Und vielleicht ist das ja was für euch. Da könnt ihr einfach mal googeln, gucken, vielleicht findet ihr ja noch andere Sachen. Wenn ihr noch mehr Tipps habt für mich zum Ausprobieren, was ich Alfie gegen Zecken geben kann, alternativ zum natürlich Frontline und Co. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich verlinke euch hier oben unser letztes Video, unser Fragen-Antworten Ask Alfie. Und hier unten drunter kommt ihr... Was zeige ich euch denn? Ich verlinke euch einfach einen Trick. Mal sehen welchen. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ciao!